Hallo ihr Lieben und herzlichst willkommen mal wieder zu einem kleinen anderen Video als die ganzen Souls-Teile, die man hier sieht. Und zwar wollen wir uns heute Bellwright angucken. Wir haben dazu vor kurzer Zeit mal die Demo gespielt gehabt und ich habe jetzt einen Key gekriegt für eine Pre-Version. Das Spiel geht jetzt in naher Zukunft, also in dem folgenden Quartal müsste es theoretisch in den Early Access gehen. Näheres erfahrt ihr dann aber auf Steam. Und wir können uns vorab schon mal angucken, was sich alles so verändert hat. Ich habe schon mal reingeschaut und gesehen, dass man es auf jeden Fall jetzt auch teilweise auf Deutsch spielen kann. Es ist ein Strategie-Mittelalterspiel, bei dem wir ein Ausgestoßener sind, beziehungsweise jemand, der aus seinem ehemaligen Königreich verdammt wurde. Storymäßig werden wir dazu noch einen kleinen Einsteiger sehen, wenn wir das Video starten. Ja, wir werden dann wieder zurückkommen in unser ehemaliges Königreich und versuchen uns dort niederzulassen und selber ein kleines Dorf oder mehrere kleine Dörfer zu bauen. Wir schauen uns mal einen Trailer an, würde ich sagen. Und ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bellwright die Demo damals selber gespielt habt oder wie ihr das Spiel allgemein findet. Vielleicht sind ja auch Leute dabei aus Last Oasis, weil es ist tatsächlich von den Entwicklern oder dem Entwicklerstudio Donkey Crew, die auch an Last Oasis mitgewirkt haben. Oder die das entwickelt haben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es sah damals in der Demo wirklich sehr vielversprechend aus. Und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich halt die Pre-Version jetzt spielen darf und mir das anschauen darf und euch natürlich auch zur Verfügung stellen kann. Genau, wir kriegen die Pre-Release. Die kann man jetzt bis zum 30.3. spielen. Und es ist sozusagen eine Beta-Version, in der wir halt bauen können, entdecken können, craften können und halt vielleicht auch kämpfen können, weil das gab's damals in der Demo noch nicht so richtig. Jedenfalls haben wir da nur, ich glaube, ein paar Minuten spielen können. Und ich weiß gar nicht, wie lange man jetzt spielen darf, aber wir schauen uns das auf jeden Fall gleich mal an, würde ich sagen. Und ja, wenn euch das gefällt, die Demo gefällt, beziehungsweise Bellwright gefällt oder euch das Video hier auch zusagt, dann lasst dann natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt auch gerne, wie gesagt, einen Kommentar, würde ich mich sehr drüber freuen. Oder lasst ja auch gerne ein Abo auf dem Kanal. Und dann würde ich sagen, wir starten rein ins Game. Ich bin sehr gespannt. Wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Bellwright, da ist es. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Logo, muss ich sagen. Wir haben den frühzeitigen Zugriff. Teilweise sind die Sachen, wie gesagt, auf Deutsch übersetzt, manche leider nicht. Aber es ist ja noch eine Beta, also wir können da noch nicht zu viel erwarten. Und das Game soll auch wohl baldig, wie ich vorhin schon erwähnt habe, in den Early Access rübergehen. Und ich bin sehr gespannt. Optionsmäßig muss ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen was einstellen, weil ich Angst habe, dass das Spiel mir hier abkackt. Ich stelle vielleicht erstmal alles nur auf hoch. Anstatt auf Ultra. Und dann können wir das ja vielleicht immer noch einstellen, würde ich sagen. Lautstärke sollte ja auch alles funktionieren. Änderung anwenden. Okay, wir gehen rein. Neues Spiel. Efi. Efirella. Propeller. Ja, ich habe das natürlich schon einmal vorher getestet, aber ich bin nicht großartig in die Settings reingegangen. Das hätte ich vielleicht mal machen sollen. Okay, wir starten rein. Wir werden wahrscheinlich, wie damals bei der Demo, ein kleines Intro kriegen, könnte ich mir vorstellen. Wo uns dann wieder erzählt wird, dass wir halt anscheinend ein Königskind umgebracht haben und deshalb fliehen mussten. Unser Onkel hat das, glaube ich, irgendwie arrangiert. Soweit kann ich mich noch dran erinnern. Das müsste eigentlich gleich, glaube ich, kommen. Kann ich raustappen, ohne dass das Spiel sich schließt? Isn't it funny how one small decision
can have consequences that ripple through history? Or are we victims of a predetermined path? Was it chosen for you the day you visited your favorite woods on your 10th birthday? Was it destiny that the royal family were hunting there at the same time? From a tree on high, you watched as Prince Voldar and Princess Osen laughed, talked, and tracked wild animals without a care in the world. And you watched in helpless horror as a stray arrow bolted through the trees, hitting the prince in the chest like a lightning strike. Just like that, the prince was dead. And when the princess found you standing over her brother's dead body, it felt as though the gods were playing a cruel trick on you. In the panic and confusion, you ran from the scene as fast as your legs would carry you. Fueled by rage and grief, the king demanded the head of any child who fit your description. Fearing for your life, your father asked a friend to bring you far away. Away from the king's wrath. In the middle of the night, you were taken from your home and brought away on horseback. In tears, you called out to your mother, but it was too late. Your old life was over. For years, you hid from the royal family, your resentment growing. You heard stories of your homeland, the rise and fall of a rebellion, the death of the king, and the reign of the evil Queen Osen. But on the eve of your 20th birthday, your guardian, the man who smuggled you out of Carvinia and kept you safe all these years, was brutally killed by a mysterious assassin. As he died in your arms, his hand clutched a coin with a strange sigil emblazoned upon it. A clue. Now, you have returned to your homeland for answers. Through choice or through fate, vengeance would be yours. But how will you fare in a land you no longer recognize? So, und jetzt bin ich gespannt, wie das hier funktioniert. Ob es zu sehr ruckelt. Weil ich habe das vorhin nämlich über mein 2-PC-Setup aufgenommen. Und hatte das tatsächlich über Chris seinen PC gespielt. Und muss leider sagen, dass das gar nicht geklappt hat. Aber guck mal jetzt. Es ist sehr verzögert. Da hat es nämlich geruckelt. Aber ich glaube, das ist hier auch nicht anders. Aber sind 89%? Nee, eigentlich geht's aber. Eigentlich geht's. 91, 60 Grad, das sollte eigentlich... Jetzt ist wieder flüssiger, ne? Halbwegs? Hallo? Ja, es ist schon ein bisschen verzögert. So, aber was ist, wenn ich jetzt in die Optionen gehe? Ich mach mal 30 FPS. Macht ja auch schon einen Unterschied, ob man in 60 FPS oder 30 FPS spielt. Und ganz ehrlich, so ein Survival-Game, das reicht auch, wenn man das in 30 FPS spielt. Das kann das Auge eh nicht großartig unterscheiden. Und bei mir macht es einen Unterschied bei der GPU von 50%. Ich habe jetzt nämlich nur noch eine Grafikkartenauslastung von 52%. Also ich habe ein bisschen mehr Platz, wenn ich es nur auf 30 FPS spiele. Oh, das sieht schon schön aus, als ob du wirklich echt in der Landschaft bist, ne? Also die Quest ist, wir sollen nach Antworten suchen und sollen mit Dobron Jorklin sprechen, dem Ältesten. Da kann ich mich übrigens nicht mehr dran erinnern. War das damals auch so, dass wir immer mit der linken Maustaste Sachen aufgesammelt haben? Oder war das eher, dass wir das mit der... Weil sonst bei Last of Aces hat man das doch immer mit E gemacht, oder? Kann man eigentlich rauszoomen? Okay, also wir haben links auf jeden Fall, dass wir immer
die Info kriegen, was wir sammeln. Unter mir selbst habe ich jetzt eine Art Karte. Da steht, in welcher Region ich mich befinde und welcher Tag sozusagen ist. Wir sind gerade in Tag 1 und es ist gerade 15.10 Uhr. Über Tabulator komme ich in mein Inventar. Consumed Foods. Gebäude. Tagebuch. Nach 10 Jahren kehren wir in die Niederung zurück. Ich muss Erkundigungen über das Siegel, das der Meuchelmörder hinterließ, einholen, ohne dass jemand meine wahre Gestalt erkennt. Okay, hier haben wir eine Karte. Ui, das ist aber sehr groß. Wieso sieht man denn hier schon teilweise Ressourcen drauf? Es wäre viel cooler, wenn ich das selber erfahren und erschließen würde, oder? Dann gibt es hier verschiedene Dörfer. Herndien, Patzdorf, Bradford, Farnworf, Reschmere, Horndien und Black Ridge Pool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mit Banditencamp. Oh, hier ist ein Banditencamp. Ah, hier sieht man auch die Camps. Da ist irgendwie ein Fragezeichen. Hier gibt es auch Banditendörfer. Was ist das? Oh, hier ist eine große Festung von denen. Was sind das für Sachen? Das sind auch Banditencamp. Oh, da müssen wir aufpassen. Sind ja auch schon welche. Ich würde sagen, wir gehen erstmal da oben hoch. Kann ich eigentlich rein oder rauszoomen? Nee. Schade. Nee, ich kann auch nichts drücken in der Hinsicht, dass ich rein oder rauszoomen kann. Ich glaube, man konnte das aber einstellen, auch in den Einstellungen. Okay, wir haben Stein gesammelt. Also es läuft auf jeden Fall wesentlich flüssiger, wenn ich das über meinen PC spiele, habe ich festgestellt. Es ist halt nur die Frage, wie das dann in der Aufnahme aussieht. Aber ich sollte vielleicht auch mal so eine Infobox raushauen, wie meine Specs sind von meinem PC, oder? Damit ihr auch mal so ein bisschen wisst. Das Problem ist halt, meine Software hier für meinen Gesichtsfilter, die frisst halt immer so viel an Ressourcen. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber ich muss sagen, die Dörfer oder das Dorf haben sich hier schon richtig schön gemacht. Guck mal, hier sind auch Sonnenblümchen. Hier fliegen Schmetterlinge rum. Hier ist so eine Lampe dran. Das sieht schon cool aus. Sache ist, wir dürfen diesmal keine Kühe hauen und wir dürfen nicht klauen. Das haben wir nämlich in der Demo gemacht und dann war das ganze Dorf gegen uns. Das sollten wir nicht schon wieder... Oh, ist das schön mit dem Baum hier in der Mitte. Also optisch eine 10 von 10. Fand ich ja damals schon. Hallo? Spare du a coin. Ah, warte mal, hier müssen wir hingehen. Hier zu dem, glaube ich, müssen wir. Der hat einen Ausruf. Eine Katze! Oi! Die kann ich nicht crouchen oder die Katze streicheln? Nee. Schade. Ihr glaubt, wir müssen reden. Ich glaube, wir müssen reden, Fremder. Du bist ein neues Gesicht hier. Und wenn neue Gesichter auftauchen, geht das für das Dorf selten gut aus. Ich habe eine Pflicht gegenüber meinem Dorf, vor allem anderen. Ich muss wissen, wer du bist und warum du hier bist. Ich will euch nichts Böses. Ich bin in die Niederung gekommen, um Antworten zu finden. Oder suche nach Antworten. Was? Ist ein perfekter... In einer perfekten Welt können dir alle Informationen... Jesus, ich kann ja nicht lesen. Könnte ich dir alle Informationen geben, die du brauchst und du könntest weiterziehen. Aber heutzutage kann offen reden ein Todesurteil sein. Solange du Fragen stellst, bringst du uns in Gefahr. Habe ich deine Erlaubnis, vorläufig im Dorf zu bleiben? Ich muss sagen, so eine kalte Schulter habe ich nicht erwartet. Was soll ich denn jetzt tun? Das ist nicht mein Problem. Auch nicht das von... Herren Dean, bau dir irgendwo eine Unterkunft, wenn du unbedingt in den Niederungen bleiben willst. Komm wieder, wenn du dich eingerichtet hast. Oder vielleicht
kannst du dir ein paar Groschen dazu verdienen. Das werde ich tun. Ah, okay. Errichte deine erste Zuflucht mit B. Jede Konstruktion werden Ressourcen zum Bauen benötigt. Eine einfache Hütte sollte für dich kein Problem sein. Oha, die Musik. Wow. Also das hat Donkey Crew schon immer gut gemacht. Auch in Last Oasis. Das war so unfassbar schön, die Musik immer. Also wirklich genial gemacht. Das habe ich damals schon echt geliebt. Ich glaube, damals haben wir hier vorne relativ nah gebaut. Das können wir ja jetzt eigentlich wieder machen, weil wir... Oh, eine weiße Kuh! Fun Fact, Leute. Wusstet ihr, dass Kühe untereinander Freundschaften bilden können mit anderen Kühen? Und dass, wenn Kühe dann verschwinden, weil, ne, wegen Schlachtung oder so, dass Kühe dann teilweise auch in Depressionen verfallen können? Das habe ich gelesen gehabt. Finde ich schon ziemlich krass. Oh, da ist ein Kaninchen. Ich glaube, damals habe ich hier unten gebaut. Ah, man sieht hier sogar die Stadtgrenze. Sonnental. Okay, nice. Ich will mal diesmal woanders bauen. Ich will mal gucken, ob ich hier rechts irgendwie ein bisschen weiter weggehen kann. Es erinnert mich auch so ein bisschen an Medieval Dynasty. Aber ich muss ehrlich sagen, mir gefällt das besser. Bad Ride. Es ist ja vom Grundprinzip her ähnlich wie Medieval Dynasty. Wenn man mal ehrlich ist. Es ist halt ein Städtebau-Management-Simulationsgame. Aber ich muss ehrlich sagen, ich... was ist denn da oben? Ah, hier ist schon wieder eine andere Grenze. Dunkelwaldpassage. Ja, Digga, ich habe ja gar keine Ahnung, wo ich bauen kann. Ja, muss ich ja hier auf offener Fläche bauen. Aber mir gefällt das hier schon auf jeden Fall. Mir gefällt das hier auf jeden Fall schon besser. Ah, hier ist Flachs. Okay, wow, das wollte ich nicht. Das ging schnell. Das ist ein bisschen schnell geklickt gewesen gerade. Das wollte ich nicht. Da hat es kurz gehangen. Ich habe so Angst, dass es ruckelt, Leute. Jetzt habe ich schon einen halbwegs guten PC. Hä, da ist ja eine Hütte. Ah, ist das schon ein Banditenlager? Der sieht nicht böse aus, oder? Ist es einfach so ein Dorf? Kann ich die denn anwerben? Oh, guck mal, vor das schöne Beet. Oder ist das ein Händler? Ein Kräuterkundler. Fuck, es wird dunkel, Leute. Ich habe Angst. Es soll nicht dunkel werden. La 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 la. Du, 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 du. Strecken. Ernten. Ein Strecken. Rotholz. Kann ich auch mit der Hand ernten, okay. Ich würde das ja gerne nochmal anders positionieren, ne? Das ärgert mich jetzt ein bisschen, aber...
ist denn das? Was bedeutet das hier? Okay. Crazy. Aber ich muss sagen, das Bausystem fand ich damals schon komisch. Das war damals schon ein bisschen anders als das, was man so aus üblichen Games kannte. Weil ich kann theoretisch hier die Sachen hinlegen und kann dann, glaube ich, da dran klicken und das dann bauen. Seht ihr überhaupt noch was? Es wird zu dunkel, ey. Oh, hier sind überall Pilze. Ist ja geil, einfach direkt Pilze an meinem Haus. Oh mein Gott, wie schön das mit dem Licht aussieht. So, jetzt brauche ich Flachs. Flachs war das Blaue hier, ne? Eins, zwei. Oh Gott, ich bin weggegangen. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. La 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 la. Wow, guck mal, da oben fliegen die Vögel. Oder Schmetterlinge. Oder Fledermäuse. Oder Monster. Wer weiß das schon? Construction Hütte. Ah, und jetzt kann ich das einfach nur positionieren hier. Okay, aber ohne Scheiß, das hat doch damals... Das ist doch ein bisschen, das hat auch nicht so geruckelt, oder? Also irgendwie hat das damals besser geklappt. In der Demo, die wir gespielt haben. Bin ich einfach nur doof. Also eigentlich sollten ja alle Materialien, die wir jetzt auf diesen Stapel gepackt haben, sollten ja jetzt eigentlich reichen, oder? Yes! Technologie freigeschaltet! Ui, mein Gott, das sieht aber hübsch aus. Oh, privates Versteck öffnen. Da müssen wir meine Pilze reinpacken. Erstmal die ganzen Pilze gegessen. Einfache Werkbank. Schlichte Axt. Steine und Holz. Okay. Habe ich nicht ein Lagerfeuer oder sowas? Kann mir ja noch gar nicht Essen machen. Hier kann ich schlafen, ne? Aber dann... Ich brauche noch Holz. Das ist mir wahrscheinlich am Tag besser, ne? Okay. Dann, wow, was für ein Sternenhimmel. Dann gehe ich einfach schlafen. Es ist ja auch schon 22.21 Uhr. Tag 2. Du. 4 Tage bis zum Winter. Nein! Nein! Nein, nein, nein. Da steht nicht 4 Tage bis zum Winter, Alter. Ich friere doch dann. 4 Tage bis zum Winter stand doch da jetzt gerade nicht. Da stand doch nicht gerade 4 Tage bis zum Winter, oder? Das habt ihr nicht gelesen. Boah, ist das ein Pisswetter, Alter. Ekelhaft. Man sieht ja gar nichts. Icy shit. Wenn hier jetzt ein Wolf kommt, ich schwöre.
Ich glaube, da liegt noch ein Holzstück, was wir mitnehmen können. Ich brauche eigentlich noch einen Stein. Werde ich eigentlich nass oder so? Oder ist uns das egal? Hier ist ein Stein, aber den kann ich nicht nehmen, ne? Nee. Vorne liegt ein Stein. Mit meinen geschulten Augen. Mit meinen Survival-Erfahrungen. Ey Leute, ich habe ja bevor ich... Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Oder ob hier jetzt nur Leute dabei sind, die auf meinem YouTube-Kanal immer online sind. Aber ich habe ja, bevor ich angefangen habe, sehr viele Souls zu spielen, war ich ja Survival-Expertin. Ich habe ja so unfassbar viele Survival-Spiele gespielt und auch relativ gut eigentlich so gespielt. Also, dass ich halt wenig gestorben bin, sehr innovativ war. Das ist schon krass, dass wir jetzt endlich mal wieder... Also Bellwright könnte wirklich so ein Survival-Game sein, was ich mal wieder spiele. Vor allem, wenn man es Multiplayer spielt, würde ich das ja schon irgendwie begrüßen, wenn ich das mit dem Daniel, vielleicht auch wieder mit dem Neo und dem Chris ein bisschen zusammenspielen könnte. Dass man sich halt so ein Dorf erstellt. Gemeinsam irgendwie hier die Karte unsicher macht. Das würde ich schon fühlen, muss ich sagen. So. Forschungspult. Ein Plumpsklo. Ein Wohnzelt. Ein Lagerfeuer. Errichte die Baustelle. Das ist ein beschissenes Wetter, Alter. Wer hat denn sich die Scheiße ausgedacht? Ah, eins fehlt noch. Ich würde gerne meine Pilze braten. So. Ein Pilz. Noch ein Pilz. Oh, das sind aber ordentliche Orschis. Jesus Christ. Füge hinzu Holz. Aber wir haben ja jetzt eine Axt. Ey, wisst ihr, was mir fehlt? So eine Art Hut oder so. Weil ich habe ja gar nicht... ich habe ja unten gar keine Leiste. War das damals auch schon so? Ach, jetzt sieht man das. Lul. Ab mit dem Scheißbaum. Bäm. Ah, den kann ich nicht. Ah, falsches Werkzeug. Den muss ich graben. Ich den überhaupt? Oh, jetzt habe ich einen Holzscheit dabei. Was mache ich denn mit dem jetzt? Drag and drop. Holzscheitbeute. Ich kann den halt nur wieder aufnehmen. Was kann ich mit dem machen? Kann es sein, dafür brauche ich so ein Ding? So ein Holzbaukasten? Holzbaukasten. Genau das wollte ich sagen, Leute. Ein Holzbaukasten. Guck mal, ich pack den mal hier rein. Der nimmt auch gar keinen Platz weg.
Ich müsste mir noch einen Pilz holen vielleicht. Ja, war nicht so schnell. Eigentlich müssten wir uns auch viele Pilze holen, vorbereiten für den Winter. Falls jetzt wirklich bald Winter wird. Wieso? Aber unten steht doch Sonne. Also ich dachte, Sonne bedeutet Sommer. Vier Platz haben wir immer, ne? Also wenn ich jetzt 8, 9, ich mach mal 13 Pilze. So, weil wir haben nur einen Platz frei. Ist das ein beschissenes Wetter? Pfui, Teufel, ist das widerlich. Gebratene Pilze. Aber wo sehe ich denn, ob das durch ist? Vielleicht klappt das auch nicht, weil es regnet. Aber Feuer sieht noch stabil aus. Ist das ein Wetter? Lieber rein in meine Hütte. Und schade, dass man sich irgendwie nicht hinsetzen kann. Aber hier finde ich es lustig, dass man dann in die First Person irgendwie geht. Das finde ich lustig. Wie lange dauert das? Mann, Pilze braten dauert doch nicht so lange, Leute. I'm feeling hungry. Kann ich die anderen Pilze einfach so essen oder kriegt er Durchfall? Oh! Der hat's gezischt, Leute. Gezischt hat's da. Oh, die haben auch Haltbarkeit. Also 1 Stunde 30 gegen 2 Stunden 30. Na gut. Ja, dann warte ich kurz noch, bis die durch sind und dann gehen wir mal wieder zurück zu einem Typen, mit dem wir quatschen sollen. Guck mal, hier ist jetzt unser Dörfchen. Die nehme ich auch mit, die anderen lasse ich da jetzt liegen. Die werden dann eh verbrennen wahrscheinlich. Ups. Ein Kaninchen. Ich glaube, wir haben damals sogar auch es geschafft, ein Kaninchen zu jagen. Die sind schon echt fett hier, die Kaninchen. Also das sind ja richtige Waldhasen. Wenn man so will. Okay, wir quatschen mal wieder mit ihm. Schade, dass die Kühe nur rumstehen und dass sie sich nicht bewegen. Ich würde das ein bisschen geiler finden, wenn die sich auch bewegen würden oder mal essen würden. Anstatt, dass sie irgendwie nur mit dem Schwanz wackeln. Wedeln und wackeln. Wutschen und wedeln. Guck mal, hier hängt sogar noch die Wäsche draußen, obwohl es regnet. So, quatschen wir mal wieder mit dem. Die Katze steht da auch noch rum. Let's talk. Aber die ist echt süß. Oh, ich würde gerne auch so ein Haustier haben. Du schon wieder. Gib mir eine Chance, dein Vertrauen zu verdienen. Wenn ich versage, lasse ich dich in Ruhe.
Ich sage euch was, wir haben tatsächlich ein Problem, das ihr zu lösen versuchen könnt, wenn ihr bereit seid natürlich. Fahrt fort, um was geht es denn? Es wird hier kalt, besonders in der Nähe der Berge. Wenn wir uns warm halten wollen, brauchen wir dafür Felle, Hasen oder Wolfspelze. Aber unser Jäger, wie ihr seht... Nun, wir hatten eine kleine Auseinandersetzung, wie die Dinge im Dorf in puncto Bezahlung funktionieren sollten. He doesn't want to work with us anymore, but Herndeen mostly depends on him to provide. I want you to convince him to deliver traps. Ah, wir sollen also Fallen bauen. Wenn du uns noch Kaninchenpelze bringen kannst, wär's sehr willkommen, aber wir können nicht verlangen, dass du das jeden Tag machst. Wir wollen uns da selbst versorgen mit dem Fangen. Die Priorität sind die Felle der Kaninchen, wäre noch ein Bonus. Kümmere dich darum und dann werde ich deine Bitte prüfen. Wo finde ich denn den Jäger? Okay, wir sollen mit Amelie reden. Gibt ihr mir vielleicht auch einen Bogen? Also die Voice Lines sind sehr leise noch, muss man sagen. Die müssen sie lauter machen. Ashborn! Das werde ich tun. Okay. Also, wir sollen mit der einen reden. Warum hat Dean da jetzt ein Fragezeichen über den Kopf? Ist es die denn wahrscheinlich, mit der wir reden sollen, oder? Ja, Amelie. Sei gegrüßt, Fremdling. Sagen Sie mal, haben wir uns schon mal getroffen? Ihr Gesicht kommt mir so bekannt vor. Ui. You have to be Amelie. Elder told me you know where I can find Hunter Lubomir. What can I do for you? Lubomir, do you know him? I need to find him. Natürlich ist er irgendwo im Wald. Irgendwo in der Nähe von einem Berg. My stomach hurts badly. I'm too hungry. Besuche Freiherr Saftlieb, Netterbei und rede mit ihm. Was ist denn das für Namensübersetzungen? What the heck? Boah, da bin ich echt gespannt, wenn sie das rausbringen, ob das mit den Übersetzungen gut klappt. Ich würde mich ja für sowas auch immer anbieten, ne? So Sachen zu übersetzen. Aber leider bin ich auch des Englischen nicht so mächtig, dass ich da, das, glaube ich, mir zutrauen würde, dass ich so richtige Konversationen gut übersetzen könnte. Vor allem kostet das halt auch echt viel Zeit. Aber es ist manchmal schon schade, wenn so das eine oder andere da nicht so richtig stimmig irgendwie ist, finde ich. Achso, ich kann euch das übrigens mal kurz zeigen, unter mir. Wir haben neben unserer Karte übrigens noch eine Anzeige, in welchem Dorf oder in welcher Region wir gerade sind. Wir sind derzeit vom Ruf her noch ein Fremder. Wir müssen 100 Ruf sammeln. Und wir sehen auch, in welchem, in welcher Stadt und in welcher Region wir sind. Und wie spät es ist. Das sehen wir halt auch alles. Finde ich eigentlich ganz cool. Dass man das alles so sieht. Ah, die Musik macht einen echt so ein bisschen träge, ne? Bin ich ganz ehrlich. Das ist schon so ein bisschen... So, es gibt so richtige Mittelalter-Vibes. Was ist das? Opferkiste. Heidnischer Schrein. Heidnischer Heiligtum. Do you suffer as we suffer or do they love at our plight? Ich habe doch nicht geklaut. Meine Intention war, ich könnte ja meinen Pilz da reinlegen. Jetzt habe ich einfach die Opferkiste geöffnet. Hear us, oh mighty gods. We dedicate ourselves to earning your continued blessings of prosperity. We pray you'll accept what we have to offer no matter how meager
Major? Der nimmt natürlich unsere Opfergabe an, ist ja klar. Forschungspult. Wir haben Brot gekriegt. Und ein Silberling. Das verstehe ich nicht. Can consume more food. Was? Verstehe ich noch nicht. Was ich ja ziemlich cool finde, ist, dass man, wenn man mit den Leuten, wenn man eine Waffe in der Hand hat, dass man mit denen nicht reden kann. Das finde ich ziemlich geil. Hey, du hübscher Mann. Was suchst du hier? Es ist gefährlich, alleine durch den Wald zu streunen. Hast du nichts von den Wölfen und Briganten gehört, die hier ihr Was sind denn Briganten? Du siehst nicht wie der Jägertyp aus. Was machst du hier? Reiten die Banditen auf den Wölfen oder so? Ach, Banditen. Ah, das war auch schon wieder anders übersetzt. The people of Herndeen. Ich sag das erste. First the people in Herndeen. Of course, now they need me. I'm not gonna work with them. Torbjörn has no respect for my craft. He doesn't value everything I've contributed to that damned village. And until he does, they can fend for themselves. Oha. Kannst du mir wenigstens helfen? Ich muss irgendwie das Vertrauen vom Ältesten zurückgewinnen. Im Dorf will keiner mehr mit mir reden. Wenn du dir Sorgen um mein Wohlergehen machst, dann solltest du mir helfen. Ich brauche Fallen und Kaninchenpelz. Du bittest um Hilfe, weißt aber nichts über mich oder was ich durchgemacht habe. Ich war ein geachteter Teil der Gemeinschaft. Ich hätte sogar Ältester werden können, wenn ich gewollt hätte. Aber sie haben mich herabgewürdigt, weil ich mich weigerte, ein Sklave von Ashburns Marionetten zu sein. Richtig so. Also habe ich das Dorf verlassen. Können wir den engagieren? Ich habe trotzdem noch versucht, von außen zu helfen, habe denen Pelze und Essen gebracht und Fallen gebaut. Aber die wollten mehr. Natürlich, gibst du denen den kleinen Finger, wollen sie die ganze Hand. Als ich nach besserem Lohn gefragt habe, hat der Älteste mir einen Korb gegeben und sogar damit gedroht, dass er mir den Briganten über mein Benehmen sprechen mit den Briganten. Das hört sich echt hart an. Yeah, well, the fine people of Herndeen don't agree with you. That's why I want to leave that life behind. Wir wollten eine Abmachung treffen. Ihr braucht Fallen und ich kann euch beibringen, wie man sie baut, damit ihr kleinere Tiere fangen könnt. Du siehst so aus wie einer, der anpackt. Weiß nicht warum, aber irgendwie merke ich, du hast eine Menge am Laufen in der Rübe. I'm willing to join you if you provide me with shelter and food. Together, we can make each other's lives easier in this land. So, can we cooperate? Ach so, dann braucht er ein Haus. Ja. Ich komme zurück, sobald ich ein Wohnzelt für dich gebaut habe, mein Freund. Ach, guck mal, da wohnen wir ja auch gleich. Na, das passt ja. Das passt ja wie 8 auf Eimer. Oh, kriege ich Fallschaden? Dann nehmen wir hier das ganze Holz noch mit. Also... Oh, wartet mal. Kann ich in den Einstellungen tun? Das ist alles auch voll. Ich kann also deren... also das müssen sie anders machen. Die Dialoge. Du musst die Dialoglautstärke einstellen können. Das fehlt. Das ist viel zu leise. Klar, du kannst halt lesen und so, aber... Es wäre schon geiler, wenn sie das noch abändern könnten. Das würde ich auf jeden Fall noch begrüßen. Hier wäre eigentlich auch voll die schöne große Fläche, ne?
Also, wir brauchen ein Wohnzelt. Ach, guck mal, meine Pilze sind sogar hier noch dran. Ich dachte, die würden dann zu Asche verfallen. Lachs und Holzscheite 2. Na gut, dass wir schon eine in unsere Truhe gepackt haben. So. Jetzt brauche ich wieder Flachs. Oh shit. Blaues Flachs. Hier sind zum Glück noch ein paar. Was ist das? Salbei. Ich glaube, es ist immer der Sound, wenn man was Neues entdeckt hat, ne? Ja, gut, das war's aber dann mit Flachs hier. 6 Flachs habe ich. Ich hoffe, das reicht. Jo. Und noch ein Holzscheit. Okay, die Holzscheite gibt es anscheinend nur bei großen Bäumen. Wie dem hier. Kann ich auch gedrückt halten? Mehrere Holzscheite anscheinend. Der war dann sehr groß, der Baum, glaube ich. So, jetzt können wir das Wohnzelt konstruieren. Ups. Vielleicht schaffe ich das sogar jetzt nochmal, dann zu ihm hinzugehen, dass der jetzt schon ankommt. Aber die Sache ist halt wegen der Nahrung. Brauche ich da nicht so eine Nahrungskiste dann, oder? Ich meine, ich habe ein bisschen Brot gefunden. Gefunden, ja, doch, war richtig. Ich habe es ja nicht gestohlen aus der Opferkiste. Sowas würde ich ja nicht machen. Ich dachte wirklich, ich könnte da halt meinen Pilz reinpacken. Lager öffnen. So. Und jetzt könnten wir doch den Typen eigentlich holen, ne? If you have people that need a shelter, build them a tent. Can only accommodate two people, so build enough for everyone. Oh, Alter, was? Da können nur 2 Leute immer in so einem Zelt schlafen? Naja, okay, die sind ja auch nicht super groß, die Zelte, ne? Falls ihr noch irgendwo Flachs seht, Leute,
Also ich muss sagen, das mit dem Jäger, das ist jetzt auf jeden Fall eine andere Questreihe als das, was wir damals machen mussten. Weil da kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern, dass wir mit einem Jäger sprechen mussten und irgendwelche Fallen besorgen mussten. Das ist auf jeden Fall neu und dass es Winter gibt. Das war damals, glaube ich, in der Demo auch nicht gewesen. Das kann ich mich da auch nicht dran erinnern. Gibt es gute Neuigkeiten? Ist mein Heim fertig? Ja, ich bin bereit. Ihr könnt euch mir anschließen. Könnt ihr mir jetzt beibringen, wie man Fallen baut und wie sie funktionieren? Machen wir uns an die Arbeit. Baue den Forschungstisch für mich und dann zeige ich dir, wie es gemacht wird. Und denke daran, wenn wir sie bauen, solltest du sie in dichten Wäldern platzieren, um die Chancen zu erhöhen, etwas zu fangen. You can command your companions to give them orders to attack, harvest and move. Try it yourself. Following. Aber hat er hier nicht noch irgendwas gelegen gehabt? Nee. Ah, der folgt mir jetzt wirklich. Okay, cool. Aber wie kann ich dem denn jetzt sagen, dass der jetzt da wohnen soll? Gebäude, Inventar, Codex, Siedlung. Ah, der wohnt da automatisch. Okay, cool. Also der braucht noch den Forschungstisch, den muss ich noch bauen. Oh, da ist noch was, was ich looten kann. Oder? Nee. Aber hier vorne. Das hier muss ich auch mitnehmen. Lachs, da brauchen wir. Zum Bauen. Der hat voll den Knüppel, ey. Knüppel aus dem Sack, zack, zack. Ah, wir haben sogar Flachssamen bekommen. Sprich, wir könnten uns früher oder später ein kleines Plätzchen erstellen, wo wir selber Sachen anbauen. Oh, Inventar ist voll. Wie kann ich denn aber machen, dass der... dass der mir nicht mehr folgt? Siedler verwalten. An sich hat man voll wenig Hunger und so, ne? Also man muss ja gefühlt gar nichts essen. Derzeit wahrscheinlich erst. So, jetzt brauche ich diesen komischen das Forschungspult.
2 Hölzer und 2 Holzscheite. Weil er läuft mir ja die ganze Zeit jetzt hinterher. Wie kann ich denn das wieder abbrechen? Jetzt steht er da einfach. Ah, 5 Flachs brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5. So, und 2 Holz. Ups. Aber 3 ist auch okay. Oh nein, ist der falsch rum? Ne, ist egal, ne? Research the small trap. Small Trap sollen wir jetzt researchen. Arbeiter werden automatisch zugewiesen. Woher kriegt man jetzt die Ressourcen her? 20 Minuten dauert es. Muss ich da die Ressourcen reinmachen? Stimmt, man konnte die ja dann noch so auswählen als Begleiter, als Wache. Jetzt geht er zum Forschungspult. Moral. Okay, aber ich muss, glaube ich, noch das Holz besorgen, oder? Jesus. Oh, das würde ich viel geiler finden, anstatt dass man das auch aufsammelt, dass man das wirklich mit der Axt abbaut, wie in Last of Aces halt. Das würde ich irgendwie cooler finden, glaube ich. Hä? Wo ist denn der Typ jetzt hin? Schläft der? Ah, ich kann meine auch reparieren. Eine Lagertruhe. Na gut, ich gehe schlafen. Oh Gott, Tag 3. Dann kommt ja jetzt schon bald der Winter. Ich werde safe sterben im Winter. Das sehe ich doch jetzt schon. La 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 la. Ah, 3 Tage bis zum Winter. Die Goldbarrie ist wieder hier. Okay, der werkelt jetzt hier rum und ist jetzt fertig mit der kleinen Falle.
Craft the folle at simple workbench and set it in the dense forest. Don't forget the bait. Oh, wir müssen natürlich auch ein Bait reinmachen. Aber was macht man als Bait denn da rein? Kleine Falle, hier. Dafür brauche ich 5 Hölzer schon wieder. Jesus, Maria und Josef. Ah, die sind alle so dick, die Bäume. Den hier kann ich mitnehmen. Okay, da kriege ich auch 3 Äste draus. Aber ist ja schon geil, wenn man sich seine Leibeigene dann halt auch herstellen kann, dass die einen die ganze Zeit dann halt begleiten. Wie so eine kleine Armee. Finde ich schon irgendwie cool. Das hat dann schon was. Aber erstmal muss man natürlich die Leute finden. Das ist halt so die Frage. Hier, und das ist natürlich total Lost Oasis, ne? Dieses Schlagen. Und vor allen Dingen danach auch dieses Gesteppe. Auf der Stelle, weil die Füße dann irgendwie nicht hinterherkommen. Kann ich eigentlich auch blocken? Ja, auch das ist Lost Oasis. Achso, Leute, falls ihr im Hintergrund jetzt übrigens gerade die Waschmaschine hört, das sollte eigentlich im Laufe der Aufnahme sollte das nicht mehr so zu hören sein. Ich hoffe, es wird rausgekiet. So, dann werden wir jetzt mal die Falle erstellen. Frag mich, ist es sinnvoll, wenn wir in der Zeit ihn was anderes lernen lassen? Oh, guck mal, die ganze Schafgabe. Weil wir können ja jetzt theoretisch sagen, Sammellager. Holzfällerlager. Ein Arbeiter kann dies nutzen, um in einem kleinen Gebiet Bäume zu fällen und Holzstämme zu Holz zu verarbeiten. 3 Holz und 1 Holzscheit brauchen wir dafür. Ich hoffe, die Sachen wachsen dann auch irgendwann wieder nach. Eine Beere habe ich gesammelt. Wie das denn? Ja, da gibt es nämlich nur eine Holzscheit draus. So, dann würde ich nämlich sagen, dass der die Möglichkeit hat, dass er dann hier kurz lernt. So. Was brauchten wir noch dafür für die kleine Falle? Ah, das war's schon. Sollen wir vielleicht gleich 2 machen? Und wir haben auf jeden Fall auch Skillpunkte. Stärke, Beweglichkeit, Einhandwaffen, Zweihandwaffen, Schilde, Bogenschießen. Also ich weiß, dass wir in der Demo hatten wir uns damals einen Bogen gecraftet. Da kann ich mich noch dran erinnern. Aber da gab's, also storymäßig haben wir da nichts mit so einem Jäger gehabt. Da kann ich mich null dran erinnern. Ich glaube, das ist neu. Aber wie gesagt, es kann ja auch sein, dass sich da immer noch wieder alles ändern wird, wenn es dann in den Early Access geht. Und das wird sich auch weiterhin noch verändern, weil sie ja auch daran noch werkeln und arbeiten. Wieso geht das nicht? Was ist das? Ein Rohstein? Aber ich habe doch hier Ach, ich habe Zinn. Oh. Ah. Dann mache ich das einfach weg. Okay, der hat das jetzt gelernt mit dem Holzfällerplatz. Holzfällerlager. Aber da brauche ich auf jeden Fall eine zweite... Da brauche ich auf jeden Fall eine zweite... einen zweiten Bereich, ne? Um in irgendeiner Art und Weise... eine Axt bräuchte.
Weil sonst können die nämlich, glaube ich, nichts bauen dann. Oder nichts abreißen, nichts abernten. Und dafür brauche ich wieder Steine. Ich da Zinn? Wo habe ich denn Zinn her? Was ist das? Spoiled Food. Okay. Warum hat er das nicht gegessen? Ist der dumm? Benötigt Köder. Aber was brauche ich denn für einen Köder? Pilze? Was essen denn Kaninchen? Eigentlich doch nur Gras, oder? Was ist denn Köder für ein Kaninchen? Pilz? Pilz? Salbei? Was fressen die? Spinat. Salat. Wussten das auch in the Dense Forest? Ist das hier the Dense Forest? Point of Interest? Bedrohung durch Überfall 1. Gebratener Pilz. Beere. Oh, das ist aber ein sehr großer Schmetterling. Ach, guck mal, es ist sogar auf der Ist es süß. Falle 1 und Falle 2. Das ist aber niedlich gemacht. Oh, bei uns in der Nähe ist ein Bandit. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dürfen wir nicht so dicht zu dem gehen. Ich würde mir hier gerne halt das Holz mitnehmen. Wisst ihr, was ich immer so ein bisschen schade finde, wenn ich so Survival Games spiele? Man guckt immer verhältnismäßig viel auf den Boden, weil man da natürlich viele Ressourcen findet. Das ist echt immer so ein bisschen schade. Fliegt hier ein Flugzeug oder was? Übelst der Orkan, Alter. Also Windkulisse ist ja richtig geil. Wir brauchen halt noch ein paar Steine, weil wir die Axt noch bauen müssen. Sonst kann der nämlich, glaube ich, nichts abbauen. Oder nichts kaputt machen. Ja, bei der Holzfäller. Bitte. Okay, mein Inventar hat auf jeden Fall noch ein paar Plätze frei. Also ein bisschen Holz kann ich schon mitnehmen. Und wir brauchen ja dann auch Baumstämme. Wie das wohl damals gewesen sein muss, als man im Mittelalter gelebt hat.
Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie so krass. Und zeitgleich ist das auch so unvorstellbar. Also, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr über das Mittelalter denkt. Weil man muss halt beachten, klar war es damals halt noch nicht so, dass man industrielle Sachen halt hatte. Man hat halt vieles so aus eigener Hand erschaffen. Jeder hatte so ein Stück Land und hat halt gewirtschaftet für sich und seinen Hof so. Aber ich glaube, es hatte auch, ja, es hatte wahrscheinlich viele Vor- und viele Nachteile, aber ich finde Mittelalter irgendwie voll spannend. Klar ist halt so die Sache, ne, du hast halt nicht wirklich, du hast halt auch nicht diesen medizinischen Aspekt. Viele Leute sind damals halt an Krankheiten auch gestorben und so. Das ist natürlich halt ein krasser Nachteil. Aber ich finde halt einfach den Fakt so krass, dass die Menschen halt wirklich nicht über, also jedenfalls die normalen Menschen, nicht so über ihrem Lebensstandard gelebt haben, sondern halt das produziert haben, was sie halt brauchten. Und das finde ich halt irgendwie cool. Achso, Flachs sollte ich mitnehmen, ne? Ich hoffe, 5 Flachs reichen aus. Ich glaube, ich brauche 6, ne? Für die Holzfällerhütte. 10! Oh, Jesus. Achso, nicht unten. Vielleicht sind wir hier auch nicht so erfolgreich mit unseren Fallen. Oder das dauert halt so eine Nacht vielleicht? Weil eigentlich ist es schon dichter Wald. Weil es ist ja auf der Karte auch als dichter Wald so eingetragen. Halt, es steht ja jetzt gerade in der Quest, ein Dorf in Not, bringe 3 kleine Felle nach Dobron und bringe 1 Fell. Was ist dann das eine Fell gemeint? Und das ist ja optional. Ist das dann theoretisch kein Kaninchenfell, sondern gegebenenfalls ein Fell von einem Wolf oder sowas? Oder ein Reh vielleicht? Und hier würde ich mir auch eher eine Animation wünschen, dass ich das vielleicht so auf der Schulter trage. Das kenne ich halt so aus Survival Games. Anstatt, dass ich das nur im Inventar habe, aber 5 Stück brauche ich! Was bedeutet dann oben das mit der 7 von 60? Weil vorhin stand da 60 von 60. Nein, ich wollte nicht den Pilz ernten. Ja, die Bäume will ich ja eigentlich nicht nehmen, weil soll ja schon der Radius sein für den Holzfäller. Was ist, wenn ich den hier abhaue? Oder den hier? Ah, krieg ich wieder einen raus. Unos! Halt noch Flachs. Da vorne war ja noch Flachs.
2, 3, 4. So, jetzt haben wir es eigentlich zusammen. Mann, da ist halt ein Kaninchen. Das ist verlockend. Warum ist das auf der Wiese und nicht im Wald? Wenn ich dem sage, der soll angreifen und ich sage, der soll das Kaninchen töten, ob der das macht? Das ist auch eins. Die verhöhnen mich doch, die Kanickel. Das werde ich gleich mal ausprobieren, ob das geht. Ob der dann dahin rennt und das Kaninchen angreift. Oder ob die halt nur NPCs angreifen, also Banditen. Okay, der hat auf jeden Fall ein Brot gegessen. Sehr gut. Ich will ja nicht, dass der hier hungert. Das muss ja nicht sein. Fuck, ist voll. Ich esse die ganzen Pilze. Was ist denn, wenn ich so eine Lagerkiste baue? Das kann ich auch bauen. So. Eine Lagertruhe. Ich Holz. Ah, cool. Jetzt habe ich hier so eine Lagertruhe. Aber dann kann ich entscheiden, ob das Verpflegung, Ressource oder Ausrüstung ist. Ah, und dann stackt sich das auch. Ist halt ein bisschen mehr Platz als bei mir in der Kiste. Hat der hier gerade was reingesteckt? Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Obwohl, da kriege ich auch was raus. Oh, das ist ein dicker Baum. Da kommt nur einer raus, wo ich das so lange draufhämmern musste. Das ist ja frech. Wir haben hier ein ganz schönes Fliegenproblem. Das ist ja ein bisschen eklig. So, zwei Holzscheite noch. Aber kann ich dem sagen? Oh, hat der einen leeren Magen? Wieder zum Holzfällerplatz. Oder
Sammelt der was? Oder was? Was macht der jetzt? Ich wollte ihn ja eigentlich mitnehmen, dass der hier das Kaninchen da hinten tötet. Die Bäume sehen so schön aus. Ich weiß halt nicht, ob die nachwachsen. Das ist immer so ärgerlich in so einem Survival-Games. Das sieht immer alles so schön aus und dann kommst du da hin und machst erstmal alles platt. Darum fand ich das bei Ark irgendwann geil, dass du diesen extra Dünger herstellen konntest, wo du dann teilweise wieder die Sachen zurückwachsen lassen konntest. Das fand ich halt cool damals. So. Verwalte das Holzspalten. Axt vom Holzfällerplatz nicht verfügbar. Baumstämme zerkleinern. Wähle ein Rezept aus. Fehlende Axt. Holz. Aha, okay. Sollen wir mal gucken wegen den Fall? Oh. Kleines Stück rohes Fleisch. Jo, aber da... Okay, Fell haben wir gekriegt. So, eine kleine Beere. Rate increased? 10%? Warte. Werden wir angegriffen? Oder ist es jetzt gestiegen? Da stand irgendwas mit 10%. Vielleicht sollten wir den lieber hier halte Stellung. Nicht, dass wir jetzt angegriffen werden. Aber 10% ist auch nicht viel, oder Leute? 10%, ich finde das so witzig, wenn man auf 30 FPS spielt, wie einfach der Schatten nicht flüssig läuft. Bop, 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 bop. Okay, ein Fell habe ich im Inventar. Bin ich angegriffen werden. Ich hab voll Angst, ey. Ich müsste auch meine Axt mal reparieren, glaube ich. Die ist jetzt schon bei der Hälfte. So, ich brauche auf jeden Fall kleinere Bäume. Was ist denn das da? Lager der Ex-Banditen. Das müssten wir uns mal am Tag angucken, wa? Weil man hat hier jetzt so Points of Interests auch.
Aber ich will da nicht irgendwo jetzt im Dunkeln reingehen. Ich werde mal meine Axt reparieren und dann gucken wir mal, dass wir dieses Holzfäller-Ding vielleicht fertig bauen noch. Und das holen wir mal hier raus und packen das in unsere Safe-Truhe. Das ist wichtig. Dann gehe ich, glaube ich, da hinten einfach mal ein bisschen Holz sammeln. Ich meine, ich könnte mir auch eine Fackel erstellen, ne? Nicht, dass jetzt ein Wolf kommt oder so. Wo eigentlich brauche ich ja Holzscheide eher, ne? Scheide! Scheite meine ich. Holzscheide brauche ich. Vielleicht der hier. Der lächelt mich doch so an. Ah, es hat schon jetzt ein Weilchen gedauert, bis da jetzt ein hier drinne war, ne? In dem Ding. Hat schon ein bisschen gedauert. Aber dass das so als Überrest angezeigt wird, ist auch komisch, oder? Weil normalerweise liegt doch da eigentlich so ein Tier dann halt in der Falle drin. Und komisch, dass wir halt auch ein von diesem besonderen Fell hatten und nicht, dass es ein kleines war. Das finde ich schon ein bisschen verwirrend, wenn ich ehrlich bin. Weil gibt es noch kleinere Felle als Kaninchenfelle? Eigentlich nicht, ne? Kaninchen müsste doch hier das kleinste sein. La 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 la. So, das nehmen wir noch mit. Der Typ ist bestimmt schon wieder am Schlafen, ey. So. Oh, passen, dass ich hier nicht wieder festhänge. Du, 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 du. Mann, ey. Jesus Christ. Ich muss mal mein Ding wegstecken hier. Bin so aggressionsgeladen. Okay, eine Axt im Holzfällerlager ist nicht verfügbar. Also das braucht auch eine Axt. Ah, zwei Steine. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's los. Obwohl, aber wenn er nachts gar nicht Wache hält, sondern schläft. Ist ja auch komisch, wa? Oder wird man dann automatisch nachts... Da ist er. Oder wird man nachts dann nicht angegriffen, wollte ich gerade sagen. Aber er ist ja doch noch patrouilliert. Oh, da kann man sich bestimmt das Dorf so richtig schön bauen. Wenn man dann auch so einen Wald rumbaut, so einen Zaun und so, stelle ich mir schon ziemlich cool vor. Ja, ich bin wirklich gespannt, wenn es halt dann auch in den Early Access geht,
was dann alles hier passieren wird in dem Spiel. Bin ich schon gespannt drauf. Keine Aufgabe. Holzscheite. Was heißt das einmalig? Ah, der macht das dann. Cool. Und wenn ich jetzt hier rangehe und daraus das hier mache, kann ich das oder wird das, muss der das auch machen? Muss das eine Person machen? Mal noch mal nach den Fallen gucken. Geh aber lieber mit der Axt. Sicher ist sicher. Kann ja sein, dass jetzt nachts noch mal was kam. Da ist eine Falle. Ja, guck mal, wenn wir jetzt schlafen gegangen wären, hätten wir das gar nicht rausgekriegt. Die ist hier ertragreicher, habe ich das Gefühl. Oh, hat da jemand geknurrt? Oder war das der Wind? Weil bei mir waren hier auch rote Punkte. Ich habe Angst. Da steht jetzt auch schon wieder was mit Raid. Vielleicht gehe ich doch lieber in die Nacht schlafen. Da habe ich schon zwei Fälle. Oh, soll ich nochmal hingehen? Wir müssten eigentlich die Fallen noch befüllen, glaube ich. Oh Gott, ich bin mich erschrocken. Kleine Beere. Der Wind, der hier so knurrt. Oh, ich habe mich voll erschrocken gehabt. Ich Dulli. Warum habe ich eigentlich keine Tür hier dran? Tag 4. Zwei Tage bis zum Winter. Was ist, wenn ich das in der Zeit nicht schaffe, die Felle zu besorgen? Oh, er macht jetzt wirklich Holz. Cool. Aber ist das denn nur im bestimmten Radius? Holzscheit hat er jetzt ein. Besorgt. Oh, da ist wieder was in der Falle drin, Leute. Das war eine gute Idee, das vorm Schlafengehen zu machen.
aber hier ist komischerweise immer nur ersetze die defekte Falle. Ah ne, das war eigentlich die gute. Füge hinzu eine kleine Falle. Oh, die ist kaputt. Die hat nur für dreimal gereicht, Leute. Ist ja scheiße. So, ich habe jetzt aber schon drei kleine Fälle, theoretisch. Theoretisch, wenn ich die jetzt in die Hand nehme. Null von drei. Ich gehe da trotzdem mal hin und gucke mal, ob ich dem das bringen kann. Oder muss ich... Ich brauche nur ein Fell und muss vielleicht kleine Fallen bauen? Würde es be? Kann das sein, dass ich die Fallen direkt dorthin bringen muss? Und nur ein Fell abgeben muss? 5 Holz brauche ich. Mal gucken, wie viele Holzscheite der jetzt schon geholt hat. Aber alter Schwede, das dauert ja schon ganz schön lange, wa? 20 Sekunden. Fühlt sich an wie eine Ewigkeit. 5 brauche ich. Und ich glaube, ich krieg 5 Holz aus einem Scheit. Sprich, ich brauche 3 Pfeile, so brauche ich 3 Holzstämme. Also jetzt nur noch 2. Hat der das hier irgendwo gelagert? 5 Stück habe ich schon. Ja, easy. Ja, das ist aber echt gut zu verstehen, muss ich sagen. Das ist gar nicht so schlecht. So, jetzt sollte ich theoretisch dann nochmal 5 kriegen und dann nochmal 5 und dann kann ich 3 Fallen herstellen. Und bevor wir ins Dorf gehen, werden wir uns mal kurz einmal umgucken bei diesem einen Banditending. Und wir gehen mal zu dem einen Point of Interest. Das wäre halt auch ganz cool, mal dahin zu schauen. Damit wir halt nicht nur die Quests hier machen, sondern auch einfach mal ein bisschen umherstreifen. Nur so weit können wir halt, glaube ich, nicht gehen, weil es ja, wie gesagt, Wölfe gibt und ich halt nur eine Axt habe. Ich habe noch keinen Bogen, ich habe halt keine Möglichkeit irgendwie zu kämpfen und ich will halt dann nicht vorzeitig schon sterben. Darum spiele ich das jetzt erstmal so safe, sagen wir mal. Oh Gott, wir spielen schon 1 Stunde 40? Na, vielleicht lade ich da mehrere Teile hoch. Vielleicht so 1, 2 Teile am Wochenende. Weil sonst ist das ja schon ein bisschen lange, wa? Ich meine, ich finde das immer nicht schlecht, wenn man sich das so eine Stunde anguckt. So eine Stunde Gameplay finde ich eigentlich immer ganz cool, um sich so ein ungefähr einen Überblick zu verschaffen, wie so manche Sachen funktionieren. Aber gerade so bei Survival Games ist es am Anfang ja schon ein bisschen langjähriger oder langsamer, das Gameplay. Und du kriegst halt nicht so viel mit, weil man ja so die Basics erstmal erstellt. Ne? Crafte dir eine Axt, crafte dir eine Keule, mach dies, mach das. Und wir haben jetzt zum Beispiel gar nichts gesehen vom Kampf her. Darum, ich nehme den Typen gleich vielleicht einmal mit und dann gucken wir mal in dem einen Dorf vorbei. Ob wir den auch allgemein mit ins Dorf nehmen können oder ist der da jetzt verhasst? Wird einfach rausgeschmissen.
auf jeden Fall sehr cool, dass ich die Möglichkeit habe, das schon mal vorab zu spielen, weil mir hat die Demo echt gut gefallen. Ich war ja sehr, sehr traurig, nachdem ja Last Oasis mehr oder weniger eingestampft wurde von Donkey Crew oder halt aufgekauft wurde von Snail Games. Muss ich sagen, das fand ich sehr schade. Irgendwie soll ja jetzt auch Last Oasis aufgrund von irgendwelchen Fans durch irgendwelche Mods weiter zur Verfügung stehen. Ich weiß nicht, ob das nur ein Gerücht ist oder ob das wirklich stimmt. Ihr könnt dazu ja gerne mal in die Kommentare was reinschreiben, ob ihr da vielleicht mehr Informationen habt als ich. Aber Last Oasis war schon ein für mich ziemlich cooles Spiel. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich hätte mir bei Last Oasis gewünscht, das, was sie jetzt hier bei Bellwright machen, dass sie dort bei Last Oasis ein bisschen mehr Story hinzufügen. Das hätte ich mir sehr gewünscht. Ist schon schade, dass sie das fallen gelassen haben, das Prinzip. Weil man muss auch sagen, es gab wirklich sehr viele PvP-Hater. Und ich glaube, sie haben das so ein bisschen aus den Augen gelassen, dass sie halt sagten, ja, sie wollen halt wirklich ein reines PvP-Game herstellen. Haben sie nicht halt so wirklich auf die Leute gehört, die sich halt mehr vom PvE-Content gewünscht haben. Weil sie da halt einfach so ihre Meinung weiterhin aufrecht gehalten haben. Aber man kann halt natürlich auch nicht zu 100% sagen, yo, ob das auch alles so stimmt oder inwieweit dann natürlich die Publisher oder die Leute, die halt das Geld in der Hand hatten, inwieweit die dann natürlich noch eine Mitspracherecht hatten, das weiß man halt leider nicht. Darum hätte ich mir echt gewünscht, wenn da noch ein bisschen mehr gekommen wäre. Aber so ist das halt leider. Eine Warteschlange von Holz ist leer. Achso, weil er ja 10 geholt hat. Na, aber das passt ja ganz gut, weil dann kann er ja jetzt mitkommen und kann uns zum Dorf begleiten. Und die Holzaxt ist nicht mehr verfügbar. Ach, schau einer an. Was macht er denn jetzt? Kriegt er das jetzt hier rein? Ey. Komm mit. Follow me. Also, ich würde sagen, was ist denn das? Das Holzfällerlager. Wir gehen einmal hier hin zu den Ex-Banditen und hier oben zum Point of Interest. Ah, nee, da brauchen wir gar nicht hin. Da war der Opferschrein, glaube ich. Zu dem Holzfällerlager gehen wir mal hin. Ich würde mir halt auch irgendwie wünschen, wenn man raus oder reinzoomen könnte mit dem Mausrad. Anstatt, dass das nur über die Einstellung geht. Oh, da ist jemand. Ist der böse? Der ist ja nicht rot. Dann ist der auch nicht böse, oder? Ah, mit dem kann man echt reden. Okay, warte mal. Verzeiht, aber für Worte fehlt mir nur die Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Hä? Töten. Können wir den beklauen? Nee. Schade. Ich dachte, wir könnten theoretisch mit dem, dass wir den in unser Dorf reinholen, wisst ihr? Und uns, dass er sich dann anschließt und wir einen Kompagnon haben. Aber anscheinend hat er keinen Bock. Miese Schwein. Oh, der hat Hunger. Dann soll der mal Wache stehen. Geht der jetzt nach Hause? Oh Gott! Ich bin wieder erschrocken, ey. Ist aber cool, dass man dann so Infos bekommt. So, ey, der hat Hunger. Kann sein, dass der dir jetzt bald nicht mehr folgt. Sprich, wenn man dann in den Krieg zieht, muss man auch dafür sorgen, dass sie nicht hungrig sind. Interessant. Vielleicht könnten wir ja wirklich die hier mal alle überfallen oder so. Das wäre ziemlich cool. Möchtest du eine Schlägerei? Entschuldigung, ich suche keine Schwierigkeiten. Oh!
sind die denn auf Krawall gebürstet? Hier wäre auch cool, wenn die hier so Hühner oder sowas drin hätten, die dann noch so rumlaufen und so gackern oder so. Ich meine, jetzt stehen schon ein paar Ziegen. Steuern. Sind das so irgendwelche Texte? Wölfe? Da bin ich dann gespannt, wenn es halt wirklich alles auf Deutsch ist. Du bist hier zurück. Hast du es geschafft, ihn zu überzeugen? Hier ist dein Fell. Frag mich nicht, wie sind wir jetzt quitt. Das ist gut. Wirklich beeindruckend. Leider ist das noch nicht das Ende. Ich brauche noch etwas von dir. Du, wir haben nämlich ein Problem mit Wölfen und jemand muss sich darum kümmern. Habt ihr den Verstand verloren? Kaninchen zu lagen ist eine Sache, aber mit Wölfen zu kämpfen? Du hast mir gezeigt, dass du dein Wort hältst, aber ich brauche mehr, um dir zu vertrauen. Wirst du es für mich tun oder nicht? Okay, we will do it. Finde die Wölfe, die das Leben der Dorfbewohner zur Hölle machen und töte die Wölfe. Uiuiui. Wir haben 50 Erfahrungen, 50 Ruf gekriegt. Damit haben wir schon die Hälfte gemacht von den 100. Und gucken wir mal, dass der Typ jetzt gleich was isst. Und dann kann der ja mitkommen. Ich hoffe nur, der stirbt nicht. Oh. Saftlieb, netter Bee ist neutral gesinnt. Ist es gut oder schlecht, wenn jemand mir neutral gesinnt ist? Eigentlich nicht so gut, oder? Kann ich dem direkt irgendwie was zu essen geben? Ah, der hat gegessen. Jetzt holt er sich ein so ein Ding. Warum packt er das da in das Lager? Oder wir nehmen den jetzt mit. Begleiter. Wölfe töten. Uiuiui. Ich weiß halt auch gar nicht, wie ich mich heile, ne? Ein Zaun, eine erweiterte Werkbank. Improved Armors, Tools, Weapons and Refined Materials. Naja, vielleicht schaffen wir das ja. Ich nehme mir mal was zu essen mit. Vielleicht heile ich mich durch das Essen. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Kann auch sein, dass wir jetzt sterben, Leute. Und dann würde ich sagen, machen wir langsam aus. Dann haben wir einiges gesehen vom Gameplay. Also im Vergleich zu der Demo, es läuft genauso flüssig wie vorher, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben eine veränderte Questreihe. Das ist auf jeden Fall schon mal, was ich gesehen habe. Und es ist teilweise schon auf Deutsch übersetzt oder halt auch auf andere Sprachen, was ich ziemlich cool finde. Nur das Kampfsystem, das würde ich halt gerne noch ein bisschen mehr sehen.
Darum ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt mal gegen so Wölfe kämpfen. Weil die Demo, wie lange haben wir die? Haben wir die damals eine halbe Stunde nur gespielt? Oder länger? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich müsste das. Ich verlinke euch das alles oben. Ich werde euch das alles verlinken, Leute. Ich werde euch das alles verlinken. Platz gibt's da oben. Cool. So, wir müssen zu dem Point of Interest. Was ist denn da unten, dieses Grüne? Ah, hier ist ja wirklich so eine Flachswiese. Cool. Wir haben es ja nicht mal geschafft, uns... Kupfer ist es anscheinend. Wir haben es noch nicht mal geschafft, uns... Ach, guck mal, dadurch decken wir hier auch ein bisschen was auf. Cool. Noch nicht mal geschafft, uns eine Axt oder so zu craften, sondern erstmal nur eine... nicht eine Picke, meine ich. Nur eine Axt haben wir bisher. Okay, Leute, es kann sein, dass wir sterben. Ich speichere meinen Spielstand. Speichern. Ich kann das nicht auswählen. Der Vogel steht in der Luft. Leute. Okay, ein roter Punkt ist da vorne. Wolf steht da dran. Ne? Oh, nicht, dass der Dude auch stirbt. Da ist er, der Wolf. Der andere ist da vorne. Ah, der hat ein bisschen Damage gekriegt. Okay, es gibt plenty of weapon types. Sword. Was weiß ich, was da alles noch stand gerade. Sogar. Geilo! Wir haben sie gebupst! Health Engine Sleeping restores your health. When you or your companions lose a battle, they respawn but become injured for a certain amount of the time. Ah, und wenn die dann nochmal verletzt werden, bevor sie das ganz geheilt haben, dann sterben sie für immer. Oh. Ach du Scheiße! Das ist ja krass. Ich möchte bitte, dass du arbeiten gehst. Tschüss. Heiliger Strohsack. Ist ja bitter. Oh, regnet das jetzt schon wieder? Findet der den Weg nach Hause? Wenn ich den jetzt arbeiten schicke? Da läuft er. Da schlendert er lang. Der Schlendobert. Naja, der wird den Weg schon finden. So, jetzt bringen wir noch die zwei Wolfsfälle weg. Da muss ich sagen, die Karte ist halt arschgroß.
Also wirklich. Ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn man das alles ablaufen muss. Boah, hier ist eine richtige Fortress. Da läufst du ja schon ziemlich lange. Vor allen Dingen, wenn du nicht so viel Stamina hast. Ich glaube, da haben sie bei Medieval Dynasty das mittlerweile ja echt ein bisschen anders gemacht. Da hast du ja jetzt die Möglichkeit, dass du irgendwie reiten kannst, glaube ich, ne? Das wäre hier für Bellride natürlich auch ganz nett. Wenn man sich irgendwann ein Pferd holen könnte und dann reiten kann. Aber ich weiß nicht, bei den die Schlacht und so, die man immer gesehen hat, da war es nicht so, dass man da sah, dass jemand auf dem Pferd saß. Darum glaube ich nicht, dass das... dass das mit einbegriffen ist. Kann man eigentlich angeln? Kann man schwimmen? Oh Gott, nicht, dass ich ertrinke. Man kann auf jeden Fall durchs Wasser laufen. So, wir konnten uns nicht heilen, dadurch, dass wir gegessen haben. Finde ich ziemlich interessant. So, wir bringen mal die Felle weg. Oh, der hat einen Bogen. Don't try anything stupid. Don't try anything stupid. Passt mal auf, ja? Ich kämpfe gegen Wölfe für euch. Oh, der hat Hunger. Die Leute abwerben können, dass wir die zu uns holen. Come closer. Make it quick. I need to work. I need to work. Bezüglich der Wölfe. Sicherlich habt ihr nicht. Doch, doch, ich habe die Felle von den Wölfen. Wie verlangt. Sie werden keine Probleme mehr machen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke, das ist sehr freundlich. Yes, I suppose you can. Even though I might question your mental state for taking on those wolves, you've shown you're not a danger to us. Ja, wir sind nämlich keine Gefahr. Tatsächlich scheinst du mehr eine Gefahr für dich selbst zu sein, sagt er. Was? Ausgezeichnet. Dann mache ich mich jetzt an die Arbeit. Ich bin einfach nur bereit, alles zu tun, um Antworten zu bekommen. Habe ich noch eine Frage? Wer ist Lord Ashburn? Okay, unsere Reputation. Wir sind jetzt Gefährte. Und zur nächsten Stufe brauchen wir 500. Wir sind jetzt bei 100. Benötigst du meine Hilfe? Furchtbar. Leid tut es mir, euch keinen Auftrag erteilen zu können im Augenblick. In Ordnung. Noch etwas? Da habe ich etwas Besonderes für dich. I was sure you were going to tell me more about those coins I found. Can you tell me more about them? Stimmt, wir haben hier so einen Coin gefunden, ne? Those coins are from the times before the last rebellion. No one uses them anymore. But they're a precious and nostalgic symbol for people throughout Carvenia. Don't try anything stupid. If you bring them to the elders from the lowlands and highlands, they will surely regard you more kindly. Mhm. Okay, also die müssen wir irgendwo anders hingeben. Und wir können bei dem Sachen verkaufen. Die eine hatte gerade ein leuchtendes Zeichen über ihrem Kopf. Wo ist sie denn jetzt hin? Die Katze ist ja süß. Da! Ey! Die Amelie wieder! Ich denke darüber nach, was ich jetzt nächstes tun soll. Hast du Ideen? I presume you're going to stay in the Lowlands for a while, so I think you should work on your camp. It's your home sweet home after all. Sweet home Alabama! Plan your next moves, if that kind of thing matters to you. Hire some people and build more useful structures. We are keeping the peace here in the name of Lord Ashburn. In that uncomfortable shack, do you? Meine Hütte ist da, das sieht da super schon aus. Und was soll ich tun, nachdem ich ein paar Leute rekrutierte? Bist du dir sicher, dass die Leute dir folgen wollen? Warum dir? I heard Elder from Padstone has a problem with bandits. It's an opportunity to meet some of the villagers there and gain their trust. Earn some coin maybe. Even if you don't find the answers there,
you'll at least gain some funds for your search. Sag mal, warum belästigen die Leute mich hier alle? Be careful when showing off that sigil. Aber was ist das hier? Someone willing to kill to protect its secrets. Danke für deinen Rat. Auf Wiedersehen, Amelie. Erreiche Vertrauenslevel Freund bei den Leuten in Herndan. Das ist hier. Verfügbarer Auftrag, verfügbarer Auftrag, verfügbarer Auftrag. Vertrauen und Ansehen. Okay. Hier, 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 halt. Ja, mit der habe ich da eben schon gesprochen. Yes. Warum ist das so lustig? Niemand hätte gedacht, dass du es wirklich tun würdest. Am wenigsten der Älteste selbst. Der hat mich also verarscht. Er hat nur versucht, dich loszuwerden. Ich wünschte, ich hätte sein Gesicht sehen können, als du tatsächlich aufgetaucht bist mit Fellen in der Hand. Allein dafür helfe ich dir gerne, aber zuerst brauche ich etwas dafür im Gegenzug. Was benötigst du denn von mir? Ihr werdet mir dabei helfen, den Herrn der Niederung zu töten. Warte, meinst du das ernst? Nein, ich wollte nur sehen, wie du reagierst. LOL! Wenn du wirklich helfen willst, dann lass uns mit den Bewohnern von Herndon anfangen. Die Niederungen befinden sich in einer schwierigen Lage und es gibt viele Menschen, die in Not sind. Die Älteren sind entweder überfordert oder inkompetent oder beides im Falle von Dobron. Also möchte ich etwas dagegen tun. Verrate es bloß nicht Dobron. Großartig, sag mir nur, wo ich anfangen soll. Jetzt hast du die Freiheit, mit den Leuten zu sprechen. Glück für dich. Finden wir heraus, wer Hilfe braucht. Okay, bevor wir unsere Arbeit beginnen, möchte ich mehr über dich erfahren. Du bist zu uns gekommen, ausgerechnet aus Wisterfield und hast uns alle überrascht. Doch warum? Jemand, der mir nahe stand, wurde getötet. Du möchtest etwas über mich erfahren, ohne selbst etwas preiszugeben? Das scheint mir kaum gerecht. Vertrauen funktioniert in beide Richtungen. Dann nehme ich an, sollten wir beginnen, dieses gegenseitiges Vertrauen uns aufzubauen. Okay. Work peasants, there's no time to lose. So I've been thinking about ways we can make fools out of the brigands, because, well, you know why. I formulated a plot that will scramble their tiny brains, if you're interested, of course. I'm listening, what's your plan? The brigands are dangerous because they're well organized and they trust each other. So I think we should decimate that trust and organization. I've taken something valuable from one of them. A token. And I happen to know where they keep their secret stash. Where they hide loot from their leaders. Place the token in there and let the accusations fly. Och krass. Ein neuer Auftrag wurde im Tagebuch hinzugefügt. Put a stolen item in the secret stash. Digga, was? Hat die denn gemacht? Die hat was geklaut und jetzt soll ich das da reinpacken? Das ist ja ziemlich frech. Oh, ich hätte wahrscheinlich die anderen Aufträge jetzt auch noch annehmen können, wa? Here's a turn to your witcher. Hat der... Oh, guck mal, wie man jetzt schon unser Lager da hinten sieht. Mann, Eva, die liegt schon wieder zur Hälfte auf der Tastatur. Also das mit dem gestohlenen Ding will ich jetzt kurz noch machen. Und dann würde ich sagen, machen wir langsam aus. Und das noch, und das noch, und das noch, und das noch. Spricht auf jeden Fall schon fürs Game. Ne, du kleine, dreckige Katze. Vielleicht sollten wir diese Sammelhütte, sollten wir vielleicht mal machen. Aber großes Fleisch. Aber haben wir jetzt Holz gesammelt? Wo ist denn das ganze Holz?
Aber eigentlich müsste doch jetzt hier irgendwo Holz sein, oder nicht? Kleine dicke Katze. Ui, bist du süß. Putzi, 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 bu. Putzi, 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 bu. Schreit so rum und über mich die ganze Zeit hier stänkern. Du Frechdachs. Ha? Bist du ein kleiner Frechdachs? Dann machen wir uns mal 10 Holz. Und dann gucken wir mal, was wir brauchen, um diese, das Sammelding freizuschalten und zu lernen. Oh Mann, ey, das Leute, das nervt mich immer noch richtig. Ich hatte doch immer so ein anderes Survival-Game auch angespielt gehabt, was jetzt auch im Early Access oder in der Demo war. Soul Mask hieß das doch. Ich weiß nicht, ob euch jetzt aufgefallen ist, aber eigentlich hätte es da noch einen dritten Teil gegeben. Den dritten Teil habe ich aber vorher von meinem PC gelöscht, bevor ich ihn auf YouTube hochgeladen hatte. Weil das Problem ist immer, dass ich meistens abends Sachen hochlade und wenn der Chris dann halt irgendwas spielen will, dann ist das immer alles so eingeschränkt. Vom Download und Upload und sowas alles her, dass ich das dann nicht hochgeladen hatte und ja, was soll ich sagen? Dann habe ich es einfach gelöscht, weil ich dachte, ich hätte es hochgeladen. Aber dem war nicht so. Vorratslager. Ich mache mal so ein Sammellager erst. Da brauche ich gar kein Holz für. Warte, warum hat der hier... Okay. Interessant. So, ja, dann werde ich jetzt, glaube ich, erstmal eine Nacht schlafen. Noch ein Tag bis zum Winter. Ey, wir sind null vorbereitet. Ich sag's, wie es ist. Null vorbereitet. Kein bisschen. Der macht jetzt eher Holz. Okay. Was brauchte ich nochmal für diese Falle? 5 Holz. Eine Beere. Dann mache ich noch eine Falle. Weil die eine war ja kaputt. Da kriegen wir dann wenigstens ein bisschen Fleisch raus und so. Oder brauchen wir das unbedingt? Ja, wäre schon eigentlich ganz gut, ne? Aber kann man die auch irgendwie kaputt machen wieder? Weil die ist schon ziemlich weit weg. Und hätte man die ein bisschen dichter bei uns heranbauen können.
Okay, jetzt hat er 5 Holz produziert. Die Herstellung wurde gestoppt und kann keine weiteren Aufträge annehmen. Wurde gestoppt, weil es nicht mehr... Ich glaube, ich hatte nur 21 Holz oder so. Das wären dann theoretisch 4 Stämme gewesen, ne? So. Aber hier hat er doch gar kein Holz reingepackt. Wohin gehen denn die Sachen, die Ressourcen, die die herstellen? Weil guck mal, er trägt was rein. Ah, hier sind nochmal 6. Ah doch, hat er reingepackt. Okay, ich habe nichts gesagt. Sehr gut. Ah, jetzt soll er theoretisch forschen gehen. So, ein Köder habe ich reingepackt. Ja, jetzt forscht er. Die Frage ist, wann isst er zwischendurch was? Ist noch nicht fertig gebraten? 95%. Erweiterte Bank. Oh, jetzt können wir einen Bogen und so machen. Ein Schmelzofen, eine Sichel, eine Zimmermannshammer. Improvisierte Klinge. Dafür brauche ich Bronzebarren. Fallenstellerlager. Trophäe. Ach, cool. Aber ich glaube, wir brauchen erstmal so ein Sammellager, haben wir gesagt, ne? 5 Beeren, 5 Steine, 5 Pilze. Eins. Drei. Vier. Fünf. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Okay. Dann packe ich ihm das in die Kiste und dann... Kann er sich das rausnehmen? Wieso hat er jetzt einen Speer in der Hand? Was macht er denn jetzt mit dem Speer? Oh, der hat das Feuer aufgefüllt! Kein Wunder, dass dann immer das Holz weg ist, wenn der immer das Feuer auffüllt. Der Arsch! Wer ist die Priority? Das sind da die Beeren und die Pilze in so einer Schale. Das sieht ja geil aus. Und jetzt packt er die da in den Forschungstisch. Und jetzt fehlt eigentlich noch ein Rohstein. Und dann kann er das Sammellager theoretisch weitermachen. Nee, er hat einen Pilz in der Hand. Ach stimmt, ein Pilz fehlt auch noch. Jetzt lernt er wieder. Ich finde cool, dass man trotzdem drauf zugreifen kann. Obwohl der jetzt gerade lernt. Das finde ich irgendwie cool. Gefällt mir gut. Nur ich frage mich, wie man hier die Priorität hoch machen kann.
Weil bei den anderen kannst du es hoch und runter machen, habe ich gesehen. Eine Mistgabel kann man sich erstellen. Lol. Eine Standfackel. Ich habe eine Sandfackel gelesen. Axt des Holzfällers. Oh, die ist dann wahrscheinlich schon ein bisschen stärker, wa? Eine Sichel. Am Bogen wäre schon cool, aber ich weiß nicht, wie man so ein Seil macht. Da muss ich wahrscheinlich die verbesserte Werkbank, denke ich mal, bauen, anstatt die normale hier, ne? Aber wie kann ich denn Sachen... kann ich die irgendwie abreißen oder so? Wahrscheinlich nur mit dem Werkzeughammer dann. Könnte ich mir vorstellen. Sechzehn Holz und fünf Holzscheite. Macht der dann 20 Holzscheite? Idiot! Ein noch. Aber das hat schon Last Oasis Vibes. Also es ist so, ach ja, du musst das noch machen und das noch machen und ach ja, das und jenes. Also die Zeit... Es sind schon wieder 20 Minuten vergangen und du machst eigentlich gefühlt nichts, außer zu warten, dass deine Ressourcen durch sind und so. Aber es macht scheiße viel Spaß. Es ist super entschleunigend, super ruhig und langsam so. Also ich mag das tatsächlich unfassbar gerne, das Spiel. Also es ist ein ultra, ultra guter Last Oasis Ersatz, wenn man den Aspekt toll gefunden hat im Sinne von... PvE, ne? Also PvP ist natürlich nicht vergleichbar, weil kannst halt hier, naja, du kannst schon kämpfen, aber halt nicht gegen andere Leute im Sinne von gegen echte Spieler, sondern halt nur gegen NPCs. Da ist es natürlich nicht vergleichbar. Aber so einfach die Landschaft und so. Ich hoffe nur, dass das halt dann nicht so auch wird wie Last Oasis, dass es dann halt irgendwann mal eingestampft wird, weil ich sag mal so, die Story muss halt schon ein bisschen reichen, dass du halt da ein bisschen bauen kannst. Ne? Sagen wir, das Spiel kostet 25 Euro im Early Access. Dann erwarte ich schon, dass du so zwischen 30 bis 50, 60 Stunden schon gut mit dem Spiel klarkommst. Ne? Und das war ja bei Last Oasis gegeben. Also wir haben ja unfassbar viele Seasons auch gespielt gehabt. Also was heißt unfassbar viele Seasons, aber wir haben schon sehr viel Zeit gehabt und sehr viel gespielt dafür, dass das damals ja auch nur, ich glaube, 15 Euro gekostet hatte. Oder 20. Oh nein, ist es verbuggt? Ah nee, es hat nur gedauert, okay. Also da hat man ja auch was für sein Geld gekriegt, ne? Weil das war ja auch so eine Diskussion. Wir hatten da mal was geschaut gehabt von einem anderen Streamer, glaube ich, war das, der darüber gesprochen hat, ob Last Oasis oder allgemein diese Early Access Titel, ob die halt Betrug sind. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde nicht, dass das Betrug ist. Selbst wenn das nicht zu Ende gedacht wird und irgendwann gecancelt wird und nicht weiterentwickelt wird,
hast du trotzdem für dein Geld ja eine bestimmte Zeit gehabt, die du halt spielen konntest. Und da finde ich, ist das nicht Scam. Weil du kaufst ja nicht mit dem Spiel dann die Garantie, dass das halt auch fertig wird. Sondern die Leute nehmen ja halt dein Geld in der Erwartung, dass sie daraus dann weiterhin das Spiel entwickeln können. Und wenn das dann irgendwann nicht mehr gegeben wird, weil es dann halt einfach nicht mehr ausreicht, weil zu wenig Leute das dann halt kaufen oder so, oder die halt auch einfach von oben her keinen Support mehr weiterbekommen, weil die Leute sagen, okay, die Spielerzahlen sind halt so schlecht, das lohnt sich halt einfach nicht mehr, dann hast du ja trotzdem in der Zeit ein schönes Spiel gehabt, was du spielen konntest. Aber ich finde das völlig okay. Also mir hat auch Last of Us super viel Spaß und super viel Freude gemacht. Und ich hoffe, das ist bei Bellwright jetzt halt das Gleiche, dass ich dann... Also ich spiele ja jetzt alleine schon 2,5 Stunden. Und ich habe gefühlt 1% von dem Spiel jetzt gesehen. Also wir haben jetzt die erweiterte Werkbank gebaut. Wir haben eine Person rekrutiert. Wir haben jetzt einmal gekämpft. Das ist ja halt gefühlt noch gar nichts, wenn man auch überlegt, wie groß einfach... Guck mal, wie wenig von der Karte ich angeguckt habe. Ich meine, klar, man könnte auch durchrushen und jetzt versuchen, so schnell wie möglich sich Bogen machen, zack, zack, zack. Aber das will ich gar nicht. Ich will das halt einfach genießen. Ich habe nur ein bisschen Angst, jetzt einmal schlafen noch, dann kommt Winter. Ob ich dann auch friere oder ob das einfach egal ist. Das würde ich gerne mal wissen. So, jetzt haben wir die erweiterte Werkbank. Kupfernägel, eine schlichte Axt. Dafür brauche ich... Ah, die kennen wir ja schon. Ich frage mich halt wirklich, ob wir... Oh nein, mach dir die schönen Bäume da weg! So ein Arsch. Ob wir halt auch Sachen wieder abmontieren können. Weil man kann es auch nicht bewegen. Also das wäre auch noch eine Sache, die ich mir wünschen würde. Dass man Sachen auch verstellen kann, ne? Dass man halt die Möglichkeit hat, nicht nur ins Baumenü... umbenennen kann ich das. Plumpsklo? Aber wo ist denn die normale Werkbank? Hier ist ja jetzt nur die erweiterte. Wo ist denn die normale Werkbank, die ich hier hingestellt habe? Die einfache. Steht hier nicht mit drin, weil hier kann man nämlich auch Sachen zerlegen. Gebäude und Strukturen abbauen und in kleinen Teilen der Ressourcen zurückgewinnen. Ja, die Hütte kann ich demontieren, aber die Truhe auch, aber die normale Werkbank geht nicht. Das funktioniert leider nicht. Und bewegen kann man es leider auch nicht. Also das wäre cool, wenn man hier noch eine Option hätte mit bewegen. Also dass man das woanders hinpacken könnte. Das wäre schon noch cool. Glaube ich. Das würde ich tatsächlich noch feiern. So, ich will den mal mitnehmen, den Typen. Wir machen jetzt das eine noch. So, komm mal mit. Du begleitest mich jetzt. Ich will nämlich da oben nochmal einmal an den Spot gehen, hier oben. Wir werden immer wieder da oben hingeführt. Dann machen wir das mal noch mit der Divisions in the Dark. Wir sollen das gestohlene Item in the Secret Stash packen. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber wir werden es herausfinden, Leute. Weil ich habe, glaube ich, nichts im Inventar, ne? Was ich da jetzt wieder reinpacken soll. A Cucaracha, Cucaracha. La 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 la. A Cucaracha, Cucaracha. Da 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 da. Ja, und von den Tieren her wäre auch ein bisschen mehr Vielfalt geil, ne? Also wir haben jetzt hier verschiedene Rehe, die wegrennen. Wir haben einen Wolf. Wir haben Kaninchen. Bison wären noch geil. Oder Wildschweine wären auch nice.
Das würde ich mir, glaube ich, wünschen. Vielleicht Fische im Bach, dass man angeln könnte. What a stolen item in the secret. Ach, wir sind gar nicht am richtigen Ort. Upsi, wir müssen noch weiter. Also das würde ich mir schon noch wünschen, dass man da auch ein bisschen eine Vielfalt noch hätte. Das würde ich noch ganz geil finden. Ich glaube, das Spiel ist auch gar nicht so darauf fokussiert, dass man so unfassbar viel craftet und macht und tut, sondern, glaube ich, mehr darauf, dass du dann halt wirklich auch kämpfst, ne? Und dich halt vor den Wellen schützt. Aha! Hidden Brigand's Stash. Put a stolen item in the secret stash. Habe ich gemacht. Ah, jetzt müsste ich wieder zurückgehen. Okay. Na gut, dann kann er wieder arbeiten gehen. Dann hat sich das ja jetzt gerade gar nicht gelohnt. Das wäre schon cool, noch zu angeln. Aber vielleicht gibt's das ja auch, wissen wir nicht. Mann, ich würde jetzt schon gerne noch ein bisschen weiterspielen, aber das Problem ist, man kann das halt nur am 27., 28., 29. und 30. spielen. Also genau jetzt an Ostern. Und das Problem ist, dass ich halt nur heute spielen konnte. Und heute ist eigentlich... Heute ist Donnerstag. Seit gestern konnte ich das schon spielen, am 27. Morgen. Weil ich glaube ich... Na, vielleicht kann ich morgen noch ein bisschen aufnehmen. Lasst euch mal überraschen, ob hier noch mehr kommt oder ob es das jetzt gewesen ist. Aber ich würde eigentlich schon gerne noch weiterspielen. Aber ich habe das ja bei der Demo auch gemerkt, dass ich dann auch so, ich würde schon gerne noch weiter testen und so. Weil es mir schon ziemlich viel Spaß macht. Wir müssen auf jeden Fall noch zur Hasenfalle gucken. Kann ich dann vielleicht die eine Hasenfalle abmachen? Nee, ne? Die kann ich nicht. Oder vielleicht kann ich die kaputt machen. Kaputt schlagen. Ey, der holzt hier alles ab, ne? Krass. So ein blödes Schwein. Und einen Bogen würde ich mir halt gerne noch bauen. Aber da muss ich mal gucken, ob das überhaupt geht. So, nehmen wir noch meine Beere mit. Hier knurrt's immer. Voll komisch. Oh, es war gar kein Fell drin. Schade. Kann ich das jetzt kaputt machen? Nee. Schade. Ja, kann man nicht kaputt machen. Schade Schokolade, sage ich nur dazu. Dass das nicht funktioniert. Ja, falsch gehauen. Ah, mein Typ kommt erst. Boah, ist der langsam. Aber die rennen halt auch nicht, ne? Muss man ja doch dazu sagen. Die laufen halt nur ganz normal. Die sind halt nur ganz normal am Latschen. So, Forschungstisch. Ich wollte den einfachen Bogen lernen. Ah nee, er muss ja das hier noch machen. Dann soll er das Sammellager soll er mal erstmal noch machen. Dann mache ich aber das hier hinten, glaube ich, aus. Das kann man ja von der Priorität... Oh, ich mach das einfach weg. So. Hatschu! Dann sollte er... Er hat jetzt Hunger. Er geht jetzt an die Kiste und isst. Dann geht er an eine andere Kiste. Warum auch immer.
Oh nein. Weil er das noch macht. Da hat er die jetzt reingepackt. Ah, da packt er alle jetzt rein. Dann helfe ich ihm. Die packe ich da auch rein. Jetzt nimmt er sich eins. Oh. Jetzt machen wir das beide. Aber ist das jetzt... Macht er das jetzt fünfmal? Oder ist das sozusagen... Oh ja. Okay. Und dann kommen hier wieder fünf rein, ne? So. Und jetzt geh lernen. Eigentlich soll er lernen gehen. Jetzt geht er schon wieder an die Truhe. Aber warte mal, hat der jetzt auch fünf mitgenommen? Weil ich habe ja auch fünf mitgenommen. Ah, jetzt bringt er die da noch rein. Warum auch immer. Weil die können doch auch hier drin bleiben, oder nicht? Was macht er jetzt? Geht er jetzt an den Forschungstisch? Okay. Warum er die da reingepackt hat, keine Ahnung. Aber ich behalte die erstmal im Inventar. Was hat er da Feuer reingebracht? Was macht er jetzt? Ich brauche noch einen Rohstein, oder was ist das? Ein Stein. Wer schreit da? Ist das etwa eine kleine Katze? Hello, Madame Eva. Ah, die hat langsam Hunger. So. Der Stein ist da, mein Herr. Kommen Sie bitte. Lernen Sie. Ich möchte Sie bitten, dass Sie lernen. An meinem Forschungstisch. Oder bedeutet das jetzt, dass er schlafen geht? Ist das ein Bett? Schriftrolle. Okay, er lernt. Ich muss das ja auch überprüfen, dass das auch hier alles richtig abläuft, was der gute Herr macht. Auch wenn der Forschungstisch ein bisschen falsch rumsteht. Aber egal. Das hat keiner von euch gesehen. So, und jetzt will ich den Bogen lernen. Aber dafür brauche ich einfache Seile. Und Flussrohr. Was? Aber wo kann ich denn einfache Seile herstellen? Gut, dann wird das wohl noch nichts mit dem Bogen, Leute. Es tut mir leid. Das wird wohl noch nichts. Ich muss euch da enttäuschen. Jesus Christ. Flachs 11 Stück wieder. Na gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier gleich mal Schluss. Und gucken uns kurz noch zum Ende einmal den Winter an, wie der hier aussieht. Und dann würde ich meinen, spiele ich vielleicht morgen noch weiter. Ansonsten war es das jetzt erstmal mit dem ersten Einblick zur Pre-Review zum Spiel Bellwright. Wie gesagt, das Spiel soll baldig in den Early Access gehen. Ich werde es auf jeden Fall spielen. Ich weiß nicht, ob ich es offline spielen werde oder vielleicht auch online einfach mal wieder ein bisschen mit euch, damit man mal wieder Abwechslung hat zu dem Souls-like, was man sonst immer sieht. Wenn euch das Game gefällt, supportet gerne die Leute von Donkey Crew. Wenn ihr Bock auf Mittelalter habt, wenn ihr Bock darauf habt, die Banditendörfer hier zu zerstören
euch selbst eine eigene Festung zu bauen, dann kann ich euch das Spiel wirklich wärmstens empfehlen. Mir hat es bisher gut gefallen. Es ist vergleichbar mit Games wie Medieval Dynasty. Es ist halt nur die Frage, ob man hier früher oder später auch reiten kann, sich mit Pferden fortbewegen kann oder ob das theoretisch dann alles so bleibt und man alles laufen muss. Das stelle ich mir schon ziemlich viel vor. Ansonsten von der Mechanik so, dass die Leute gut laufen und so und arbeiten, ist perfekt. Also ich kann das ja mit Sengoku Dynasty vergleichen, wo du dann immer irgendwie ein Jahr oder irgendwie so ein Semester abschließen musstest, damit du erst wieder die Ressourcen kriegst. Hier hast du das sofort. Also die arbeiten in der Zeit, wo die halt die Werkzeuge drin haben. Und das finde ich viel, viel besser gemacht. Du kannst dabei zugucken, du kannst darauf zugreifen. Sehr, sehr cool. Außer, dass halt das Feuer immer befacht hier wird. Das finde ich nicht so nett. Da geht ein bisschen Holz verloren. Aber ansonsten würde ich mir tatsächlich noch wünschen, dass man die Dialoge lauter stellen könnte. Und was ich auch geil finden würde im Baumenü, dass ich Sachen auch verschieben könnte, nicht nur zerlegen. Aber es kann sein, dass man das später, früher oder später auch kann, wenn man halt diesen Zimmermannshammer hat, wird zum Bauen von Stadtbauten verwendet, als Waffe uneffizient. Oder auch nicht, I don't know. Aber nee, so im Großen und Ganzen sehr schön gemacht, gefällt mir wirklich sehr gut. Und zur Demo hat sich halt ein bisschen was verändert, dass man andere Quests hat. Es ist teilweise schon auf Deutsch verfügbar. Man kann es, glaube ich, auch noch auf anderen Spielen einstellen, anderen Sprachen. Also sie haben auch mittlerweile Spanisch, Französisch, Italienisch, Türkisch, Brasilianisch, Polnisch und verschiedene asiatische Sprachen. Ich glaube, Englisch ist immer noch das, was da am besten läuft. Und ja, sehr, sehr, wie komme ich jetzt wieder raus? Ich mache einfach nur Änderungen verwenden. Also, hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Genau halt auch wie die Demo, die ich schon gespielt habe. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie es sich noch weiterhin entwickeln wird. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wenn euch hier, wie gesagt, das gefällt, lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal. Folgt gerne Donkey Crew und Bellride auf deren Social Media Accounts. Und ich packe euch alle wichtigen Infos unten in die Infobox. Und sag bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Dabeisein. Tschüss. Ciao, Kakao. Bye-bye. Wir haben Sex. Oh mein Gott.